Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich werde deutsche grammatische Fehler machen. Bitte entschuldigen Sie sie, aber wir werden uns schon verständigen, kein Problem. Ohne Daten gibt es keine künstliche Intelligenz. Es gibt keine AI ohne Daten. Und wir haben in der Swiss Data Alliance auch ein White Paper, das wird heute publiziert, geschrieben, dass die Schweiz auch zum Handeln aufruft in Bezug von Daten, und zwar ganz spezifisch von Datenräumen. Vor einem Jahr sprach mich der André Gollier, der hier auch sitzt, das ist der Präsident der Swiss Data Alliance, an über die Pläne der EU und Datenräume. Und wir sind beide leidenschaftlich überzeugt, dass es eine Datenwirtschaft geben wird. Wir sind an den Anfängen von solche Datenwirtschaft und das gute Nutzen von diesen Datenökosystemen. Und da dachte ich, es wäre eigentlich sehr wichtig, dass wir in der Schweiz verstehen müssten, was die EU vorhat und was es für die Schweiz bedeutet und wie die Schweiz sich positionieren kann. Und ich gab ihm recht, und ein Jahr später haben wir jetzt eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus Wirtschaft, Forschung und Verbände ein White Paper publiziert, das gerade diese Fragen beantwortet. Drehen wir mal einen kleinen Schritt zurück. Die EU-Kommission hat Anfang 2020, also vor fast 2 Jahren, eine Datenstrategie publiziert. Und sie will einen eigenen europäischen Weg finden, um eine Datenwirtschaft in der EU anzutreiben und die Abhängigkeit von den großen Plattformen, hauptsächlich amerikanische, aber nicht nur, zu bekommen. Sie gedenkt, dass durch diese Datenstrategie und diesen eigenen Weg die europäische Datenwirtschaft und das BIP beeinflussen zu können, um viele hochwertige Arbeitsplätze schaffen zu können und ein eigenständiger Akteur sein zu können. Aber eine Datenstrategie ohne Daten gibt es keine Strategie, und Datenräume sind eigentlich die Schlüsselkomponente von diesem Ziel, die Datenwirtschaft anzutreiben. Und da könnte man sich fragen, ja, was ist ein Datenraum? Und leider hat die EU wirklich nicht definiert, was ein Datenraum ist. Da haben wir uns bei der Swiss Data Alliance einfach die Freiheit genommen und gesagt, was wir denken, ein Datenraum wäre. Und das Konzept, das wir entwickelt haben, ist praktisch ein rechtlicher, organisatorischer und technischer Rahmen für die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von Daten, wo mehrere Akteure, ob das jetzt Unternehmen, öffentliche Verwaltung, Privatpersonen zusammenkommen können, um Daten auszutauschen. Das heißt, Datenproduzenten können über Datenvermittler die Daten in einem Platz bringen, wo dann diejenigen, die Daten brauchen und wiederverwenden werden, Zugang zu solchen Daten haben können. Man könnte auch sagen, könnte auch denken, dass ein Datenraum nichts anderes ist als ein Marktplatz für Daten. Wir haben uns natürlich auch angeschaut, von welchen Daten ist denn jetzt die Rede, und sind eigentlich von allen Daten die Reden. Das heißt sach- und personenbezogene Daten, Daten, die von Unternehmen, die von Forschung, die von öffentlichen Verwaltungen und die von uns als Einzelmenschen produziert werden, sind im Scope von diesem Konzept von Datenräumen von der EU.
Man könnte fragen, ja, welche Probleme will die EU denn mit dieser Datenstrategie und mit diesen Datenräumen denn lösen? Das Hauptproblem ist, das sie lösen wollen, ist diese ungleiche Marktmacht. Das, die großen Online-Plattformen zum Beispiel haben natürlich sehr viel größere Macht als KMU, kleine Verwaltungen, kleine Organisationen und wir als Einzelpersonen. Es fehlt die Interoperabilität und die Qualität der Daten ist nicht sehr gut. Die Daten, die ich als Organisation produziere, kann nicht von einer anderen Organisation leicht verwendet werden. Es gibt fehlende Governance über welche Daten benutzt werden kann und wie. Es gibt wenigstens in der EU eigene fehlende Dateninfrastrukturen, obwohl es gibt Dateninfrastrukturen, die sind halt nicht EU-eigen. Auch sehr wichtig ist, dass wir als Einzelpersonen, die ja die Produzenten von vielen von den personenbezogenen Daten sind, wir haben trotz EU, GDPR und Datenschutzgesetze haben wir Schwierigkeit, unsere Datenrechte selber ausüben zu können. Und mit der Entwicklung von einer Datenwirtschaft ist der Schutz von Daten, also Cybersicherheit, treten dann immer mehr in Priorität, in Fokus. Ich überspringe mal ganz schnell die nächste Folie und gehe zu dem, was sieht denn eigentlich die EU vor mit Datenräumen? Sie sehen hier eine lange, lange Liste von verschiedenen Datenräumen. Gesundheitsdatenraum, Industriedatenraum, Finanzdatenraum, Mobilitätsdatenraum und so weiter und so fort. Ich will nicht in die Details gehen von allen diesen, aber die EU sieht schon vor, dass es verschiedene Datenräume geben kann. Ich stelle mir die Frage, man kann sich auch die Frage stellen, warum es überhaupt so viele Datenräume braucht. Wenn man von Datenraum, wie gesagt, von einer Art von Marktplatz betrachtet, könnte man auch darüber denken, dass vielleicht ein oder zwei Datenräume genügen würden. Wenn wir zum Beispiel jetzt anschauen, nur als Beispiel, Covid, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Wenn man nur sagen würde, okay, ich hole mir nur Daten aus dem Gesundheitsdatenraum, weil ich möchte sehen, wie viele Leute jetzt im Krankenhaus sind oder beim Arzt behandelt werden, ist das nur ein Teil von dem Bild. Das andere Teil von dem Bild, um wirklich zum Beispiel so eine Pandemie zu bewältigen zu können, ist auch, wie tun sich die Leute bewegen? Mobilität. Mit wem treffen sie sich? Also nur sich auf einen Datenraum zu fokussieren, ist vielleicht ein bisschen zu eng gesehen, wenn man eine Datenwirtschaft ankurbeln möchte. Das ist alles gut und interessant, was die EU jetzt machen will, aber was bedeutet das für die Schweiz? Der breite Zugang zu Daten wird auch die Entwicklung der Schweizer Wirtschaft, Forschung und öffentliche Verwaltung wichtig sein. Schweizer Unternehmen zum Beispiel werden sich gegen ausländische und inländische Konkurrenzen mit Datenfähigkeiten und Zugang zu Daten entwickeln müssen. Das ist der neue Trend. Die Datenwirtschaft wird sich auch in der Schweiz entfalten. Und dies wird zu innovativen Dienstleistungen und Produkten für Kunden und Bürger führen. Also es ist wirklich wichtig, dass wir uns in der Schweiz nicht als Dateninsel anschauen, sondern verstehen, dass wir ein Teil von einem breiteren und größeren Datenökosystem ein Teil sind. Was sind denn die Handlungsoptionen für die Schweiz?
Ganz schnell. Ich glaube, die internationale Zusammenarbeit, um die sicherzustellen, ist absolut wichtig. Wir können nicht unseren eigenen Weg gehen. Wir brauchen, wir müssen Barrieren abbauen und Standards, divergenten Standards vermeiden. Wir müssen innovative Datennutzung fördern und ähnliche Regeln und Praktiken haben, weil das ist ein internationaler und globaler Ökosystem und nicht nur ein Schweizer System. Ressourcen und Infrastrukturen bereitstellen, Datenkompetenzen entwickeln, ist eigentlich, sind die Optionen, die wir haben in der Schweiz. Und als letztes würde ich denn gerne auch sagen, was sind denn, was glauben wir, was haben wir in unserem White Paper als Handlungsoptionen für die Akteure in der Schweiz gegeben? Da wir im Bundeshaus sitzen, fangen wir an mit den politischen Parteien. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Parteien die regulatorischen Auswirkungen verstehen von den EU-Ansätzen und was Datenräume und Datenwirtschaft bedeutet und eine gesetzgeberische Antwort entwickeln. Und den Diskurs über diese Themen in der Öffentlichkeit und die Unterstützung in der Öffentlichkeit proaktiv aufbauen, das wird sehr wichtig sein, weil wirklich, ehrlich gesagt, versteht keiner von uns als Einzelmensch, auch nicht in den Unternehmen, verstehen wir wirklich nicht, was auf uns zukommt. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Diskussion in der Öffentlichkeit vorantreiben, sodass wir auch einen Konsens bilden können und auch ein Verständnis bilden können. Industrie- und Wirtschaftsverbände haben in der Schweiz auch eine sehr wichtige Rolle in diesem in dieser Entwicklung von der Datenwirtschaft und Datenrollen und das ist Datenräume und das ist die Chancen und Vorteile und die Gefahren dieser Entwicklung zu analysieren und Empfehlungen für ihre Mitglieder ausarbeiten. Ich glaube, das ist sehr wichtig und auch die politische Antworten definieren und in die Diskussion reinbringen. Wir tappen alle ein bisschen im Dunkeln herum und es ist auch wichtig, dass wir diese verschiedenen Akteure zusammenbringen, um diese Diskussion zu haben und die Optionen auszuarbeiten. Und Organisationen, ob jetzt gemeinnützig oder Unternehmen, die gewinnorientiert sind, müssen wirklich anfangen, strategische Antworten für eine aktive Beteiligung in diese Datenräume zu entwickeln und neue Produkte und Dienstleistungen durch Benutzung von Daten auszuarbeiten und neue datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln. Wir haben gerade darüber geredet, auf dem Zug hier runter von Zürich, dass 60% der Schweizer Wirtschaft abhängig ist von Exportindustrie. Und wir meinen, dass auch mindestens 35% des Binnenmarkts abhängig ist von dem Import von draußen. Und das bedeutet, dass unsere Unternehmen Informationen und Daten nicht nur durch das Verkaufen an Produkte und Dienstleistungen im Ausland abhängig sind, aber die Organisationen, die Produkte und Dienstleistungen von außerhalb der Schweiz holen, dass die auch an diese Daten, die draußen sind, abhängig sind und die wichtig sind für die Weiterentwicklung. Ganz zuletzt, es ist Zeit zum Handeln. Eine Dateninsel Schweiz ist unseres Erachtens nach keine Option und ich würde wieder Florent auch anspornen, dass wir uns aktiv engagieren in diesem Thema. Vielen Dank für das Zuhören.